Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum Zweiratgeber. Nachdem es sich sehr viele von euch gewünscht haben, gehen wir heute mal ein Thema an, wovon ihr sicherlich schon mal gehört habt. Es geht nämlich um LED-Blinker. Hä? Werdet ihr jetzt sagen, das hier sind doch eigentlich ganz normale Blinker? Naja, da habt ihr nicht ganz unrecht, denn diese hier unterscheiden sich zum Beispiel optisch gar nicht vom Original, technisch allerdings schon. Wir zeigen euch deshalb, welche Varianten es so auf dem Markt gibt und was ihr benötigt, um LED-Blinker an eurem Fahrzeug nachzurüsten. Viel Spaß! Die erste Frage, die sich uns natürlich stellt, ist, warum das Ganze überhaupt? Denn die Glühbirne verrichtet doch eigentlich ihre Dienste, so wie sie soll. Und im Gegensatz dazu haben die LEDs einige Nachteile, aber auch eine ganze Menge Vorteile. Und worin sich genau diese beiden Technologien unterscheiden, das schauen wir uns jetzt mal an. Die Vorteile von ganz normalen Glühbirnen lassen sich an einer Hand abzählen. Es gibt sie in allen passenden Sockeltypen für unsere Fahrzeuge, sie sind original, geben relativ warmes und farbechtes Licht ab und sind preislich sehr günstig. Und das war's auch schon. Ansonsten ist diese Technologie sehr uneffizient. Die Glühbirnen erzeugen sehr viel Nebenwärme, die Lebensdauer ist stark begrenzt und sie verbrauchen eine Menge Strom. LED-Lampen sind im direkten Vergleich bis zu 90% effizienter. Sie sind sehr kompakt, verbrauchen nicht viel Platz, sie flackern nicht, leuchten sofort auf und produzieren kaum Wärme. Die Lebensdauer der LEDs beträgt in der Regel mindestens 20.000 Stunden, wenn nicht sogar noch viel mehr. Nachteil hier, einmal hinüber kann man sie meistens nicht so leicht austauschen und muss die ganze Einheit ersetzen. Außerdem sind sie in ihrer Anschaffung teurer. Vieles spricht also tatsächlich für die LEDs. Und die guten Nachrichten sind, dass man sie in nahezu jedem Fahrzeug nachrüsten kann, denn es gibt auf unserem Markt sowohl 6 Volt als auch 12 Volt Varianten und das natürlich in verschiedensten Ausführungen, hier zum Beispiel mal in etwas sportlicherer Variante für die S51. Und was genau die Voraussetzungen sind und wie sie umgerüstet werden, das seht ihr jetzt. Zuerst zeigen wir euch, wie die LED-Blinker an der Schwalbe nachgerüstet werden. Wir haben uns hier einmal die unauffälligen LED-Blinker in der Originaloptik für die 6 Volt Zündanlagen besorgt. Verdreht das Gummi an eurem Lenker so, dass die Halteschraube vom Blinker frei liegt und löst diese vollständig. Öffnet das Gehäuse vom Blinker und löst die beiden Kabel. Der alte Blinker kann nun abgezogen werden. An dieser Stelle müssen die alten Kabel mit den Kabeln der neuen Blinker verbunden werden. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten, wichtig ist aber, dass die Verbindung platzsparend ist und hinterher in den Lenker passt. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, die Kabelenden zu verlöten und mit einem Schrumpfschlauch zu isolieren. Damit die Kabel hinterher nicht im Lenker gequetscht werden, können diese ein ganzes Stück gekürzt werden. Zieht den Kabelbaum etwas in den Lenker hinein und schiebt den neuen Blinker vorsichtig nach. Danach kann die Halteschraube wieder angebracht werden und genauso könnt ihr auch mit der anderen Seite fortfahren. Nachdem die neuen Blinker montiert wurden, werdet ihr feststellen, dass sie nicht mehr funktionieren. Grund dafür ist der alte Blinkgeber, der auf die Wattzahl der Glühbirnen angewiesen ist. Die Mechanik mit dem Glühfaden versagt dann, wenn die Lampen weniger Watt brauchen, genau wie zum Beispiel die LED-Blinker. Wir brauchen also einen lastunabhängigen Blinkgeber. Diese funktionieren elektronisch und können ganz einfach nachgerüstet werden. Kabel zunächst die Batterie ab, um beim Basteln ungewollte Masseschlüsse zu vermeiden. Öffnet die Lampenmaske eures Fahrzeugs, entfernt den Lampenring und demontiert den alten Blinkgeber links neben der Ladeanlage. Schiebt die dort befindlichen Massekabel kurz zur Seite. Zusammen mit dem neuen Blinkgeber wird ein kleiner Haltewinkel mitgeliefert. Das Problem ist hier allerdings, dass die Ladeanlage nach wie vor sehr viel Platz einnimmt. Anders als beim BAPE-Umbau, wo die alte Ladeanlage rausfliegt, muss also hier jetzt noch irgendwie der Blinkgeber befestigt werden. Richtet man ihn nach unten aus, sind möglicherweise die Kabel vom Kabelbaum zu kurz. Wird er nach oben hin montiert, liegt die offene Seite oben und Feuchtigkeit könnte theoretisch schneller eindringen. Ihr müsst also hier einen Kompromiss eingehen oder den Haltewinkel zusätzlich verlängern. Wir haben uns dazu entschieden, den Blinkgeber nach oben auszurichten und hoffen darauf, dass es unter der Lampenmaske nicht regnen wird. Und falls doch, damit alle Kritiker zufrieden sind, bitteschön, ein kleiner Regenschutz.
Die Öse von dem beiliegenden Kabel ist leider wenige Millimeter zu klein, um es direkt mit an dem Massepunkt zu befestigen. Entweder ihr verwendet hier eine größere Ringöse oder ihr feilt das Loch um wenige Millimeter nach. Der elektronische Blinkgeber wird nun nach folgendem Schema verkabelt. Alles andere kann nun wieder in umgekehrter Reihenfolge montiert werden. Im direkten Vergleich zeigen sich die Vorteile der LED-Leuchten. Sie reagieren schneller als die Glühbirnen und leuchten ein Stück heller. Das war es soweit erstmal zu diesen Blinkern hier und ihr seht es schon vor mir. Als nächstes kümmern wir uns mal um eine Variante für die S50 bzw. S51 Modelle. Los geht's! Entfernt zuerst die Sitzbank und den Tank eures Fahrzeugs. Der darunterliegende Blinkgeber wird an seiner Befestigungsschraube gelöst und beide Kabel vom Blinkgeber entfernt. Der elektronische Blinkgeber kann nun ebenfalls dort montiert werden. Um ihn allerdings besser vor Wind und Wetter zu schützen, kann man ihn auch zusätzlich mit einem Verlängerungskabelbaum in den Herzkasten verlegen. Nachdem auch der neue Blinkgeber nach Schaltplan angeschlossen wurde, müssen wir im nächsten Schritt den Blinkerträger vorbereiten. Öffnet dazu die Gehäuse von den Blinkern und lockert die Kabel. Löst außerdem beide Schrauben vom Rücklicht und zieht die Kabel aus dem Träger. Je nach Konstruktion müssen außerdem die Kabel vom Rücklicht gelöst werden, um den gesamten Träger zu entnehmen. Die LED-Blinker haben in der Regel ein Gewinde zum Verschrauben. Hier kann jetzt entweder ein Gewinde in den alten Träger geschnitten werden oder aber man besorgt sich für ein paar Euro einen entsprechenden Träger mit bereits integriertem Gewinde. Die Kabel der neuen Blinker werden durch den Träger geschoben und um diese Arbeit zu erleichtern, kann es helfen, die Anschlüsse mit etwas Schmiermittel zu bearbeiten. Achtet außerdem darauf, dass die Blinker auf der richtigen Seite montiert werden. Montiert den Träger wieder hinten am Fahrzeug und benutzt die beiliegenden Kabel, um die Anschlüsse von den Blinkerkabeln noch ein Stück zu verlängern. Die neuen Kabel werden nun entlang der alten grün-weißen bzw. schwarz-weißen Kabel verlegt und ungefähr dort, wo es endet, können mit Hilfe des beiliegenden Abzweigverbinders beide Kabel miteinander verbunden werden. Das überstehende alte Kabel kann nun gekürzt und isoliert werden. Die schwarzen Kabel von den LED-Blinkern können nun mit den alten Massekabeln verbunden werden. Wer die Abzweigverbinder generell nicht so gerne nutzt, der kann natürlich auch die Kabel ganz normal verlöten oder auf jede Art von Steckverbindern zurückgreifen. Überschüssige oder zu lange Kabel sollten im Anschluss mit Kabelbindern in Position gebracht werden. Führt abschließend einen Funktionstest durch und wenn ihr mit dem Ergebnis zufrieden seid, kann wieder alles in umgekehrter Reihenfolge montiert werden. Wenn euer Fahrzeug eine Blinkkontrollleuchte hat, treten wieder neue Probleme auf, denn ihr habt plötzlich einen Warnblinker montiert. Das liegt daran, dass die Kontrollleuchte jeweils die linke und rechte Seite in gewisser Weise überbrückt. Knapp 200 mA fließen also auch immer durch die Leuchte hin zur anderen Blinkerseite. Für die normalen Glühbirnen ist die Menge viel zu wenig und sie fangen nicht an zu leuchten, die LEDs wiederum blinken dann einfach mit. Die Lösung für diesen Spezialfall: entweder die Kontrollleuchte weglassen oder das Ganze mit Hilfe von Gleichrichterdioden so verkabeln, dass die Seiten nicht mehr überbrückt werden.
Einen Forenbeitrag dazu haben wir euch ebenfalls in der Videobeschreibung verlinkt. Jo, top, wird sich jetzt der ein oder andere denken. Da spare ich mir doch lieber das Geld und löte mir selbst ein paar LEDs zusammen. Das könnt ihr machen, allerdings ist das dann wiederum nicht legal, denn wie viele elektronische Bauteile benötigen auch die Blinker wieder ein E-Prüfzeichen. Achtet also beim Kauf unbedingt darauf, dass die entsprechenden Bauteile E-geprüft sind. Übrigens, nicht nur die Blinker, sondern auch noch andere Bauteile können mit LED-Technologie ausgestattet werden. Das ist allerdings nochmal ein eigenes Video für sich wert. Und mich interessiert jetzt vor allem, ob ihr LED-Blinker verbaut habt. Und wenn ja, ob sich der Unterschied bei euch bemerkbar macht, schreibt mir gerne mal eure Erfahrungen dazu unten in die Kommentare. Und in diesem Sinne, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder und bis dahin macht's gut. Ciao.